Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke fürs Zuhören. Wir stellen uns kurz noch vor, wir sind beide Fachreferenten an der UB in Bern, also haben weder, wir sind weder Informatiker, noch haben wir irgendwas zu sagen über IT-Auswahl oder Management. Michael ist Fachreferent Naturwissenschaften. Bist du dich? Ich bin Fachreferent Naturwissenschaften, zwar das ganze Paket. Ich gebe nebenzu Kurse in Recherchen, Einführungen, auch für Fortgeschrittene. Und was mich besonders interessiert, ist der ganze Aspekt von Literaturverwaltung. Und das geht heutzutage ja eigentlich viel mehr, was man ja schon bei Zotero sieht, über Gruppenbildung bis quasi sich öffentlich auf dem Web präsentieren. Das Thema Nachhaltigkeit ist etwas, das dann besonders noch hinzukommt. Ja, ich bin Fachreferent für Medizin, eigentlich von Hause aus Altphilologe. Wir haben hier über 3000 Medizinstudenten an der Uni Bern. Im Zuge der Evidence-Based Medicine sollte eigentlich jeder Hausarzt seine klinischen Entscheidungen auf sinnvoller Evaluation der aktuellen Literatur fällen. Und dazu braucht es Recherchekenntnisse. Also der Aspekt der Literaturrecherche nimmt eine immer größere Bedeutung ein in der Ausbildung der Ärzte und nachher auch in deren Praxis. Dazu ist einfach die Datenbankrecherche ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Und dazu kommt dann die Verwendung der gefundenen Literatur in den Masterarbeiten und so. Also schon für manche Promotionen sind da Literaturlisten von über 10.000 Titeln aus der Literaturrecherche zu verwalten. Und dazu braucht es die entsprechende Software. Was unsere Rolle bei dem Ganzen ist, also die Uni Bern setzt weder LibreOffice noch OpenOffice ein, sondern hat auf den Unicomputern eben die Microsoft-Produkte. Wir können nur durch subversive Tätigkeit die Studenten darauf aufmerksam machen, dass es auch was anderes gibt. Wir setzen dann in unseren Schulungen LibreOffice ein. Das ist für die meisten Studenten das erste Mal, dass sie LibreOffice oder sowas zu sehen kriegen. Und wir haben ja außer diesen Schulungen selber auch noch das Virtual Learning Environment, wo wir gemeinsam mit den Akademikern die Literaturlisten bearbeiten, wo wir eben auch Verweise auf adäquate Software ablegen können. Und wir sind zurzeit im Gespräch mit dem ILUB, dem Institut, was die Forschung und Lehre in der Anwendung von Informatik unterstützt. Da scheint sich eine Möglichkeit aufzutun, dieses Jahr diesen Deal für einen Rabatt auf Microsoft Office nicht mehr anzubieten und stattdessen eben die Studenten auf LibreOffice zu verweisen. Das wäre doch ein großer Schritt. Und würde letztendlich auch die Uni-Informatikdienste zwingen, mal über LibreOffice oder OpenOffice nachzudenken, wenn eben die Studenten das empfohlen bekommen. Ja, also unsere Tätigkeit ist mehr eine subversive. Wir zeigen mal kurz, wovon wir da eigentlich reden, wie wir die Software einsetzen in unseren Schulungen. Also nur, dass Sie mal sehen, worum es da überhaupt geht. Michael hat da ein paar Beispiele vorbereitet. LibreOffice, hier den Writer, den kennen Sie ja alle bestimmt noch besser als ich. Einfach kurz die Situation, die wir meistens in den Kursen haben. Es geht darum, dass die Leute effizient Literaturnachweise, die sie irgendwo gefunden haben, in eine persönliche Sammlung reinbringen oder in eine Gruppensammlung und die dann beim Schreiben der Texte, auch um die Plagiate zu verhindern, dann möglichst effizient auch in den Text reinbringen. Ich habe jetzt hier im Bild einen Text und ich möchte jetzt hier genau an diese Stelle ein Zitat einfügen. In LibreOffice selbst steht uns für die Verwaltung dieser Literaturnachweise
folgende Datenbank zur Verfügung. Die sieht etwa so aus. Sie sehen recht einfach oben die Darstellung in der Form der Liste und unten dann die Details dazu. Wenn ich jetzt also hier an dieser Stelle, wo der Cursor steht, etwas einfügen möchte, gehe ich in LibreOffice Writer an diese Stelle hier, Indexes and Tables, und kann dann Bibliography Entry auswählen. Sie kommen dann hier auf diese Suchmaske. Sie sehen unten den Identifier, der quasi als Code in LibreOffice hinterlegt wird. Und dann hier oben auch noch die Angaben, damit Sie wissen, ob Sie genau das eigentlich gesucht haben. Hier sehen Sie, wenn ich suche, habe ich jetzt hier eingestellt einfach die Identifier. Das heißt, es ist eigentlich recht schwierig, so zu arbeiten. Aber ich würde jetzt gerne diese Publikation von Riebel verwenden. Dazu kann ich hier auf Einfügen klicken. Ich suche noch eine andere. Jetzt diese hier von Kolberg. Setze die gleich anschließend rein. Und so sieht dann mein Text aus. Sie sehen hier, jetzt habe ich den einen sogar zweimal eingeführt, sehen Sie hier diese Zitate eingefügt. Nun, die Studierenden von heute sind sich eigentlich andere Tools gewarnt. Ich denke jetzt an iTunes oder solche Geschichten. Es muss möglichst alles farbig sein und ganz einfach von den Möglichkeiten her. Und Sie sehen, mit diesem internen Tool, das wir im Writer haben, können wir sicher nicht so arbeiten. Und da kann ich die Leute auch nicht dazu bringen, dass sie das Tool verwenden. Aber zum Glück gibt es nebst all den proprietären und halb Gratis-Tools auch eine gute Lösung. Und die heißt Zotero. Ich weiß nicht, ob Sie die alle kennen. Ich möchte Ihnen einfach dann kurz zeigen, wie jetzt in diesem Beispiel für Zotero hier die Bibliothek aussieht. Sie sehen, da haben Sie gleich verschiedene Bibliotheken, die Sie definieren können, und Sie haben dann auch viel mehr Möglichkeiten, wie Sie die einzelnen Dokumenttypen gleich in der Liste erkennen können. Sie haben weiter natürlich auf der Plattform dann auch die ganzen Aspekte von der Suche von Personen. Sie können auch Gruppen anlegen, die Sie dann zum Beispiel im Zusammenhang mit Leselisten und so weiter benutzen. Ich habe jetzt hier in Writer, sehen Sie, noch einen anderen Toolbar drin. Das heißt, für LibreOffice haben wir im Moment verschiedene Tools, die Plugins anbieten. Wir können hier zum Beispiel Mendeley Plugins haben, wir könnten auch das Zotero-Menü haben. Um Ihnen jetzt einfach mal etwas anderes vorzustellen, habe ich jetzt hier die Menüliste von Mendeley eingefügt. Wir machen hier dasselbe. Wir möchten hier an dieser Stelle ein Zitat jetzt aus dieser Mendeley-Bibliothek einfügen. Ich klicke hier auf diesen Knopf und Sie sehen, da haben wir gleich verschiedenste Möglichkeiten. Wir können nämlich nicht nur in unserer ganzen Bibliothek suchen, sondern wir können auch in kleineren Teilen unseren großen persönlichen
Referenzensammlung etwas auswählen. Okay. Ich suche jetzt einfach mal übers Ganze. Sie sehen hier sehr schön dargestellt gleich mehrere Referenzen mit Angaben wie Titel, Autor, Jahr und so weiter. Da kann ich also sehr praktisch etwas auswählen. Ich habe jetzt hier eine ausgewählt, Sie sehen die hier und dann auch gleich angegeben, den Code, der dahinter steckt. Weiter haben wir nun die Möglichkeit, wenn wir jetzt am Ende des Texts angelangt sind und ein Literaturverzeichnis erstellen müssen, die Möglichkeit, genau an dieser Stelle nun eine automatisch generierte Literaturliste einzugeben. Und wir können hier über diesen Button Insert Bibliography auf einen Knopfdruck haben wir hier unten alle die Zitate verzeichnet, die wir oben ausgewählt haben. Praktisch ist auch, dass wir jederzeit die Formatierungen ändern können, also der Zitate im Text, wie auch dann in der Bibliografie, ohne dass wir etwas ändern müssen. Das ist etwas, ich zeige Ihnen das jetzt hier mit Mendeley, aber mit Zotero geht es genauso, EndNote dasselbe. Einfach, dass Sie das einmal sehen. Ich wechsle jetzt hier oben von dieser Darstellung, die wir hatten, Autor, Name, Datum und so weiter, auf den Style von Nature. Und Sie sehen nun hier oben an der Stelle, wo ich vorhin diese Klammer hatte mit Autor, Jahreszahl, haben wir jetzt einfach hochgestellt eine Ziffer und unten gleich automatisch in der Bibliografie auch wieder die Nummerierung. Ja, also wir sehen, dass die eingebaute Literaturverwaltung in LibreOffice eigentlich ziemlich funktionslos ist und weit hinter dem zurückbleibt, was das Open-Source-Tool Zotero oder andere kostenlose Produkte wie Mendeley oder Colwiz oder so oder die kostenpflichtigen wie EndNote bieten. Von daher braucht es eigentlich dieses Bibliography-Tool in EndNote nicht und sinnvoller wäre, das zu ersetzen durch Zusammenarbeit mit gerade dem Open-Source-Tool Zotero. Wie führen wir das ein in unseren Schulungen und warum? Für uns ist es zweckmäßig, wenn die Studenten alle etwa an denselben Geräten sitzen. Unicomputer gibt es ja heute kaum noch. Man sitzt in einem Unterrichtsraum und die haben alle ihre eigenen Laptops dabei. Und das ist ja auch sinnvoll, dass sie sich dann in der Schulung das gleich so einrichten, dass sie dann ihre Masterarbeit oder Promotion so damit machen können. LibreOffice hat den Vorteil, dass es auf Mac, Windows und Linux läuft und überall gleich aussieht und gleich funktioniert. Wenn man sonst eine Klasse hat, wo der eine einen Windows-Laptop hat mit Microsoft und der andere einen Mac mit Office drauf und das sieht völlig anders aus und der Zotero-Toolbar sitzt ganz woanders und so, das ist mühsam. Weiterer Vorteil ist, dass das kostenlos ist. Die Studierenden geben ohnehin sehr, sehr viel Geld für Bücher aus und die sind dann doch froh, wenn sie nicht auch noch 200 Franken für EndNote ausgeben müssen, sondern wenn sie Zotero umsonst haben können und das Office-Programm eben auch. Vom Technischen her ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden, dass das Open-Source-Tool Zotero sich sehr viel schneller an neue Importroutinen oder so anpasst als andere. Eine Funktion, die Michael nachher noch zeigen wird vom Tablet aus, man kann eben nach einer Suche in PubMed oder in einem Bibliothekskatalog die ausgewählten Daten automatisch importieren in so ein Tool wie EndNote oder Zotero. Und
Da muss die Importroutine immer wieder angepasst werden, so wie eben Science Direct oder so seine Oberfläche ändert. Das geht bei Zotero erfahrungsgemäß am schnellsten und zuverlässigsten. Mendeley zum Beispiel, das ist nur eine Anekdote am Rand, hat seit es von Elsevier übernommen wurde, große Schwierigkeiten, gerade die Elsevier-Daten zu importieren. Das funktioniert einfach nicht mehr. Warum, weiß man nicht, wenn es gerade vom Eigentümer ist. Und dann noch eine weitere Facette, die für uns von Interesse ist, diese Open-Source-Literaturverwaltungsprogramme wie Zotero oder die anderen freien, die benutzen für die Zitierstile eine gemeinsame offene Datenbank, CSL, in der die verschiedenen Zitierstile der Zeitschriften abgelegt werden. Das sind im Moment 7000 Zitierstile verschiedener Zeitschriften, die da drin sind. Und jeder kann weitere beitragen. Also wenn ein Departement seinen eigenen Zitierstil verlangt, können die mit CSL dasselbe einrichten und mit Zotero dann auch nutzen, problemlos. Ja, wo haben wir Probleme? Das sind auf einmal jetzt die Tablets. Ja, und die grassieren. Die haben vor 2 Jahren noch keine nennenswerte Rolle gespielt, aber sie werden jetzt einfach als Standard-Leseplattform für die elektronischen Inhalte der Bibliothek immer beliebter. Die Zeitschriften sind ja in unseren Fächern seit Jahren praktisch nur noch elektronisch. Mit den Büchern geht das eher schleppend, aber auch da wird sich wohl was tun in den nächsten Jahren. Am Montag zum Beispiel kommt der Münsteraner Kollege zu einem Vortrag hierher. Der hat so ein Pilotprojekt laufen, bei dem er alle für das Physikum relevanten Lernmaterialien auf iPads anbietet. Also die UB Münster gibt den Studenten vor dem Physikum ein iPad in die Hand mit 400 E-Books, Kreuztools und was weiß ich, Lernplaner-Software, alles drauf, und damit bereiten die sich fürs Physikum vor. Damit erreichen diese Dinger einfach eine Akzeptanz, die die E-Books bei den Studenten bisher nicht hatten. Und wir sind, glaube ich, gerade da am Durchbruch der iPads als Standard-Lesegeräte für die Studierenden. Die benutzen die dann aber danach ja auch noch. Zunehmend bieten die großen Datenbanken, die wir nutzen, UpToDate, PubMed und so weiter, auch eine App-Version an. Die ist nicht äquivalent mit der vollen Web-Oberfläche. Man kann keine solchen sorgfältig strukturierten Suchen da drin machen, aber das ist gerade so für die Kliniker relevant. Seit etwa 5 Jahren entwickelt sich iOS auch zur Kittelschürzenbibliothek für Mediziner auf Station. Ja, also das iPod gerade, nicht mal das große iPad, sondern das kleine Ding, das haben die ständig bei sich, um an die E-Journals ranzukommen, die die UB anbietet. Also das ist einfach eine Plattform, mit der wir rechnen müssen, auf der die Leute zunehmend die E-Ressourcen lesen, auf der sie auch anfangen zu suchen, denn Sachen wie PubMed lassen sich prima genauso auf dem iPod oder iPad nutzen. Und wenn eben unsere Studenten im klinischen Teil des Studiums zwischendurch in einer halben Stunde oder so Pause an ihrer Masterarbeit weiterschreiben, dann haben sie das iPad ohnehin bei sich und arbeiten damit. Dann möchten sie natürlich auch gerne die Literatur, die sie gefunden haben, in Zotero ablegen, und sie möchten eventuell noch eine Fußnote in ihre Masterarbeit in LibreOffice einsetzen. Ja, und da hapert es jetzt. Michael zeigt eben mal, was auf iPad im Moment verfügbar ist. Also LibreOffice ja eben leider nicht und Zotero auch nicht. Letztlich helfen wir uns da mit diversen Krückenprogrammen. Das iPad mit verschiedenen Tools und Sammlungen. Wichtig ist, Sie sehen hier oben hat es EndNote. Und wir haben aber hier als Verbindungsmöglichkeit zu Zotero, zu unserer Anwendung, die wir auf dem Desktop haben, oder auch direkt über einen Browser, haben wir die Möglichkeit, über Zotpad zu gehen und in diesem Tool Änderungen vorzunehmen in der Bibliothek, oder auch, um zum Beispiel
PDFs, die wir zu den Referenzen zugefügt haben, anzusehen, zu lesen. Ich möchte Ihnen jetzt einfach zeigen, was auf der kommerziellen Seite möglich ist. Das Thema Gewohnheiten ist heute Morgen auch schon erwähnt worden. Es ist relativ schwierig, Leute, die sich über Jahre oder Jahrzehnte auf etwas Bestimmtes angepasst haben, ihre ganzen Arbeitsweisen, das dann wieder umzuändern. Ich zeige Ihnen jetzt einfach eine Recherche in einer teuren Datenbank, Web of Science. Das können Sie in den ganzen Naturwissenschaften und anderen auch anwenden. Ich gebe jetzt hier einfach einen Suchbegriff ein, starte die Suche und Sie erhalten dann eine ganze Menge Treffer. Sie können da die Suche verfeinern auf der linken Seite. Was ich Ihnen jetzt zeigen möchte, ist einfach, dass hier der Anbieter dieser Datenbank, der auch der Anbieter des Tools EndNote ist, hier direkt den Knopf eingebaut hat, damit wir, wenn wir einzelne Referenzen ausgelesen haben, die auf Knopfdruck auf unsere Bibliothek eingefügt kriegen, genauso wie wir das auch von Desktop her gewohnt sind. Okay. Ich kann jetzt sogar noch auswählen, ob ich das Abstract auch gleich mitnehme. Nur so nebenbei in Zotero, je nachdem, wenn Sie über den Firefox gehen, können Sie dann auch sogar noch die Volltexte mitnehmen. Einfach das hier jetzt als Demo. Sie sehen, jetzt werden diese drei Referenzen rübergeschrieben und wir können dann gleich die Anwendung hier öffnen und sehen dann, dass dieser jetzt hier in unsere Online-Version von EndNote Web rübergespielt worden sind. Ja, die Tabelle zeigt, wo unsere Wünsche im Moment sind. Microsoft Office gibt es inzwischen auch für iOS. Also solange man diese Lizenz für Office 365 hat, kann man für 3 Franken oder so pro Programm die auch auf dem iPad nutzen. Pages, also das Apple-Programm, gibt es auch für das Tablet. Und Pages bietet die Integration mit EndNote, Literaturverwaltung, an. Sehr clever. EndNote, Mendeley und Colvis haben iOS-Versionen, aber keine, die bisher eine Extension im Textprogramm, also Microsoft Office oder so, hätten. Das geht bisher nicht. Was fehlt, ist, LibreOffice ist wirklich etwas, womit im akademischen Betrieb die iOS-Version von LibreOffice ist etwas, womit im akademischen Betrieb die Zukunft von LibreOffice steht und fällt. Wir brauchen unbedingt die LibreOffice-Version für das iPad, denn die Studenten arbeiten vielleicht immer noch hauptsächlich am Laptop, aber dann zwischendurch an dem iPad. Und solange es keine iPad-Version gibt, ist das ganze Programm dann nicht wirklich ausreichend. Und bei der Literaturverwaltung gibt es iOS-Versionen der kommerziellen oder freien Programme bisher, aber es fehlt eine des Open-Source-Programms Zotero. Was es gibt, sind diese Krücken da, Zotfile und Zotpad, mit denen man so halbwegs Daten dann doch noch in seine Zotero-Datenbank in der Cloud importieren kann und auch da wieder rauskriegt. Aber es ist eben nicht dasselbe, wie wenn man Zotero voll benutzen könnte. Das ist der Entwicklungsbedarf, den wir anmelden möchten von akademischer Seite, damit wir die Open-Source-Plattform für das wissenschaftliche Arbeiten, also mit LibreOffice und dem Zotero-Literaturverwaltungsprogramm, den Studenten vermitteln können.
das war's von unserer Seite. Wir kommen also nur mit Wünschen, aber auch mit der Bereitschaft, diese Produkte, die wir für gut und sinnvoll halten, zu bewerben und eine zukünftige Generation von Nutzern heranzuziehen. Letztlich sind es ja jetzt die Jahre, wo sich entscheidet, womit die Leute später mal arbeiten. Wenn sie jetzt auf Apple oder Microsoft sich einstellen, dann bleiben sie dabei ihr ganzes Berufsleben lang. Wenn sie jetzt dagegen mit LibreOffice arbeiten, dann sind sie offen für Open Source, auch für den Rest ihrer Berufskarriere. Und immerhin, das sind 3000 Medizinstudenten alleine in Bern und ich weiß nicht, wie viele Naturwissenschaftler. Das ist schon eine ganz erkleckliche Anzahl von Leuten, die dann auch ein neues Verständnis von überhaupt mal ein Verständnis von Open Source Software in ihr zukünftiges Arbeitsfeld hineintragen. Daher eben unser Appell: Gebt uns LibreOffice für iOS und integriert es mit Zotero. Vielen Dank.